Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, heiße euch recht herzlich willkommen zur Medienkonferenz nach FC Luzern, FC Thun. Ich gebe das Wort zuerst Jeff Saibene. Ja, zuerst Gratulation, Markus, für, ich denke, den verdienten Sieg. Wenn ich die 90 Minuten anschaue, finde ich, dass wir sehr gut in die Margine gekommen sind. Die ersten 15, 20 Minuten sind wir sehr präsent gewesen, sind sehr gut reingekommen von Anfang an. Und dann mit dem Lauf der Zeit hat dann sicher Luzern Überhand bekommen, hat die klare Chance gehabt, ist präsenter gewesen und sind dominanter gewesen. Und haben sicher zwei, drei sehr, sehr grosse Chancen gehabt. Am Schluss hätten wir doch noch können, ich denke vor allem der Munzi, eine riesige Chance und der Bus, 5 Meter vom Goal, hätten wir noch einen Punkt mitnehmen. Aber, ich sage es nochmal, wenn man die 90 Minuten anschaut, ist Luzern die bessere Mannschaft, sie hat die klare Chance gehabt. Und so gesehen, denke ich, ist das ein verdienter Sieg. Und uns liegt es jetzt, uns gut vorzubereiten, die nächste schwere Aufgabe in Sion nächsten Sonntag, wo nicht einfach ist. Aber wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir haben heute doch 6-7 Verletzte gehabt. Und der FC Thun kann sich dann nicht erlauben, so viele verletzte Spieler zu haben. Das merkt man dann schon, dass auf einmal Qualität fehlt. Und jetzt müssen wir wirklich probieren, die letzten 3-4 Wochen noch gut über die Bühne zu bringen und dann eine gute Vorbereitung machen nachher. Besten Dank, Jeff Saibene. Markus, wie hast du den Match erlebt? Ja, erstmal danke, Jeff. Kompliment an meine Mannschaft. Wir sind in einer schwierigen Phase gewesen, wo ich denke, das hat man heute wieder sehr gut gesehen. Wir Probleme haben, Tore zu erzielen. Und trotzdem, sie haben nicht locker gelassen, haben einen großen Fight gegen wirklich ein gutes Thun abgeliefert. Hat sich da, wie Jeff richtig gesagt hat, 10 Minuten, Viertelstunde haben wir gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Aber dann, denke ich, haben wir doch eine gute Präsenz auf den Platz gebracht, haben uns immer wieder doch sehr, sehr gute Tormöglichkeiten erarbeiten können. Ja, so ein bisschen symptomatisch, dass das eigentlich die glücklichste Situation dann zum 1-0 führt. Darüber hinaus haben wir doch es immer wieder geschafft, uns hervorragende Chancen zu kreieren. Leider fehlt uns da im Moment so ein bisschen das Schussglück. Aber wichtig ist eben, da nicht locker zu lassen, dran zu bleiben. Und jetzt hoffe ich natürlich mit dem Erfolgserlebnis, dass wir diesen Bann halt ein bisschen brechen können, dass vielleicht auch mal das ein oder andere Tor dann eben auch reingeht. Aber nochmal Kompliment an meine Mannschaft, die heute einen großen Fight abgeliefert hat, nicht locker gelassen hat, natürlich zum Schluss das Quäntchen Glück auf ihrer Seite hatte, aber im Großen und Ganzen denke ich auch, dass es ein verdienter Sieg war. Danke. Besten Dank, Markus. Jetzt liegt es an euch. Schießt los mit euren Fragen. Wartet bitte, bis das Mikrofon bei euch ist. Ich wäre froh, wenn ihr dann den Namen und die Zeitung, für die ihr tätig seid, nennen würdet. Wem darf ich das Wort geben? Alles klar, keine Fragen. Sind wir gespannt auf eure Artikel morgen.